Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lego-Video. Heute mal wieder zum Thema Ninjago und zwar über das Set 71755 Temple of the Endless Sea oder Tempel des unendlichen Ozeans. Ein wirklich, wirklich tolles Set. UVP 100 Euro. Man kriegt es meistens schon für 80. Und ja, ich habe es schon aufgebaut. Und muss sagen, ich liebe die wahnsinnig vielen Details, die hier drin verbaut sind. Ich habe sehr viel Spaß beim Bauen gehabt. Die Figuren sind, finde ich, klasse. Es gibt auch ein paar Ersatzteile, so das übliche. Diamanten, Speere, kleine Teile und Katanas und sowas. Waffen natürlich gerne. Ja. Das Ganze besteht aus verschiedenen Modulen. So. Da sieht man hier in der Mitte das größte. Das ist ein Modul, hier ist ein Modul, dann ist hier die Schlange und daneben ist noch ein Modul. Ja. Dabei enthalten. Außerdem gibt es hier auch noch dieses kleine U-Boot. Es ist rot, also es ist Kai's und Kai ist auch dabei. Insgesamt sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minifiguren enthalten, nämlich Nia. Aber irgendwie außer Kontrolle mit der Wasserkraft. Ein Taucher Kai, Prinz Bentomar. Das hier ist Lutrus. Hier haben wir zwei maritime Guards. Dann haben wir. Und wir haben natürlich noch Prinz Kalmar. Genau. Die Figuren sind sehr, sehr cool. Aber wir schauen uns mal einfach ein bisschen was hier an. Ich nehme mal hier einfach ein Modul ab. Und dann schauen wir uns das mal genauer an. So, hier haben wir ein Modul. Und man kann denken, ja, ganz chic. Ja, auch das Dach ist sehr schön gebaut. Und dann denkt man so, ja, schick. Hier ist eine Abschussvorrichtung dran, obendrauf gebaut, als wäre das das, was man abschießt. Darunter diese Abschussanlage. Finde ich sehr schön gelungen. Auch hier diese typisch asiatischen Rundungen und sowas, ist echt schön geworden. Mag ich immer sehr gerne. Und von hinten ist es aber auch sehr schön. So mit einem Gefängniszelleneingang. Hier, Mechanismus, der die Tür rausspringt. Ja, also auch von hinten mit Stickern bestückt. Ja, Aufkleber sind immer doof. Drucke wären schöner, aber. Man muss mal gucken, hier wird immer so viel Verschiedenes gemacht, da gibt es dann einfach mal schöne Sticker. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Modul und wie gesagt, von vorne und von hinten schön gebaut. Und dann haben wir das nächste, das ist ein bisschen simpler. Wenn man sie nur gut auseinanderkriegen würde. So, und hier haben wir eine Muschel, die man auf und zu machen kann. Ja, hier ist auch hinten ein kleiner Hebel dran, mit dem man sich aufmachen kann, aber zu geht sie damit nicht. Und da drin ist dieses Teil, das wirklich so ein bisschen wie eine Perle schimmert. Sehr, sehr schön. Gibt es auch als Lampenteil oder hier bei ja, als Kopfteil bei einem dieser Marvel-Helden. Damit kenne ich mich nicht so aus, deswegen reden wir da nicht so genau drüber. So, dann gucken wir uns ein weiteres kleines Modul an. So, hier mal mit diesen Wellen angedeuteten Teilen. Dieser asiatische Zaun als Fensterteil drin, sehr, sehr schön. Aber auch hier wieder mehr von hinten. Hier ist so ein Dolch drin und hier sind so mehrere Gefäße und hier ist sogar ein Teppichboden aufgeklebt. Ja, also die geben sich immer sehr viel Mühe mit diesen Teilen, muss ich mal ehrlich sagen. Sehr, sehr schön. So, wen wollen wir denn als nächstes uns anschauen? Als nächstes schauen wir uns dann nochmal ein Modul an. Ups, da geht mal was ab. Das geht aber so leicht dann nicht wieder ran. So, was haben wir hier? Naja, so richtig gefangen ist die Seeschlange mit der Befestigung aber nicht. So, wir haben die Seeschlange.
die ist hier so festgekettet. Leider sind die Teile, an denen es festgekettet ist, nicht ganz so stabil. So, die Seeschlange kann das Maul öffnen, aber hier hinten ist, ja, hier ist so ein, da ist dieses zwei Noppen breite Teil aus Gummi verbaut. Das sorgt dafür, dass das Maul immer wieder zugeht. Hier haben wir ein Amulett verbaut. Das ist diesmal nicht lila, sondern so bläulich mit Schimmereffekt. Das ist wahrscheinlich das Amulett des unendlichen Ozeans. Wir haben aber auch noch ein Sturmamulett in diesem Set. Das ist aber in diesem ganz großen Modul drin, das ich hier mir bis zum Schluss aufgehoben habe. Weil hier gibt es am meisten Details drin. Hier unten ist so ein Thron mit einer Abschussvorrichtung. Hier unten können Speere rauskommen. Hier, das ist so, das sind Teile, die sind aus dem Ninjago Movie Sets bekannt. Das war so der Bart von dem Piratenkapitän dort. Ich nehme mal Prinz Kalmar hier raus. Oh, hier ist auch noch sehr cool. So ein Rochen. Der ist auch sehr, sehr schön. So, hier hinten haben wir diese Schatzkiste mit Sachen. Da haben wir hier oben diesen Balkon. So, diese Sachen. Was ist die Vorderansicht? Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von hinten an. Hier sehen wir nämlich, das Ganze ist sehr schön ausgestattet hier. Also mit einer Schrift, Rolle, Lampen. Hier oben ist so ein Fisch, den man an die Wand genagelt hat. Hier dann irgendwelche Tränke und so etwas. Ist mir alles noch nicht bekannt. Ich habe die Staffel noch nicht gesehen, deswegen. So, dann hier so eine Büste von einer Person drin. Sehr, sehr schön. So. Also, viele Details dran. Ich hatte sehr viel Spaß beim Bauen. So, hier haben wir Kais U-Boot. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Und kommen wir einfach mal zu den Minifiguren. Ja, fangen wir mal mit etwas ganz Langweiligem an. Haben wir zweimal dabei. Diese Wachen. So. So. Wasserschlangen. Sehr schöner Print. Leider zweimal exakt gleich, aber an sich sehr, sehr schöne Figuren. Erinnern ein bisschen auch an die Wüstenschlange von vor 2, 3 Staffeln, weiß ich nicht so genau. So, dann haben wir eine weitere Figur, die denen sehr ähnlich aussieht, aber hier so auf Beinen rumläuft. Glutinius. So, der hat einen, hier hinten so ein Ding dabei, der scheint irgendwie nicht mehr ganz ohne technische Apparatur leben zu können. Hat auch hier so einen goldenen Arm. Eine Lupe dabei, da unten ist auch irgendwie was verbaut. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich die Serie alles genauer machen. Die müsste ja auch demnächst dann in Deutschland mal kommen. Bin ich mal sehr gespannt drauf. So, bleiben wir bei den anderen. Dann haben wir hier Prinz Kalmar. Als Kalmar natürlich ein Tintenfisch-Unterkörper. Cooles neues Kopfteil, auch zweifarbig gespritzt, wie auch die Köpfe von den Wachen. Ja, sehr, sehr schön. Das muss ich wirklich sagen. Also der sieht klasse aus. Ist wahrscheinlich der Antagonist, der Hauptantagonist. Könnte ich mir vorstellen. Mal sehen, worum es genau geht. Da freue ich mich aber schon sehr drauf. So. Dann haben wir hier noch Prinz Bentomar. Der sieht so aus, als müsste er gar nicht unbedingt einer der Antagonisten sein. Der könnte sich als Verbündeter herausstellen. Das ist aber alles spekulativ, aber auch eine sehr, sehr, sehr coole Minifigur einfach. Der sieht doch einfach klasse aus. Der hat auch ein alternatives Gesicht. Da sieht er nicht ganz so freundlich aus. Nicht? Aber prinzipiell sieht die Figur doch einfach klasse aus. Hier mit dem Haaren vom Joker in Schwarz. Der ist einfach klasse. Den finde ich geil. So, dann haben wir Nia. Ich muss
Sie mal ein bisschen weiter wegstellen, sonst sind sie nicht komplett drauf. Die Haare auch in so einem shiny Ding drin, mit den Wellen, die sie herauf beschwört, die um sie herum. Und hier dieses Teil, das ist aber auch nicht ganz neu, das war schon bei Findenzeit dabei, bin ich mir ziemlich sicher. Da kann man sie aber auch rausnehmen, weil sie ist auch ohne das einfach eine coole Figur. Sie hat einen coolen Druck, diese Wellen auf ihrem Körper, das Gesicht sieht auch irgendwie ganz merkwürdig aus, aber irgendwie sieht es gut aus. Finde ich sehr, sehr schön, die Figur. Und hier mit den Haaren, die gelb, fände ich allerdings auch in der normalen Version einfach mal als Nias Haarteil sehr, sehr cool. Aber naja, insgesamt eine sehr, sehr coole Figur. Und dann haben wir noch Kai. Und der hat jetzt diese neue Ninjago-Taucherausrüstung dabei. Das heißt hier eine neue Taucherbrille, aber auch ein neues Sauerstoffgerät. Mit Kantana-Halter. Ja, also man kann hier hinten das Schwert hinter die Sauerstoffflasche stecken. Die Sauerstoffflasche ist auch ein ganz neues Teil. Das geht nämlich hier, bringt das so Taschen auf. Dann ist die Sauerstoffflasche und dann hier oben diese Schläuche, alles, das ist alles ein Teil. Macht die Figur aber ein bisschen instabil. Wenn man ihn hinsetzt, hatte ich mal den Eindruck, der Oberkörper geht relativ leicht ab. Weil hier ja jetzt auch der Oberkörper nicht ganz so tief da einspringen kann. Und das Gummiteil, aus dem die Sauerstoffflasche und all das ist, steht ein bisschen unter Spannung, geht ein bisschen leicht ab. An sich. Muss ich sagen, das ist ein total geniales Set. Also wer Ninjago gut findet, dem kann ich nur sagen, das Set macht Spaß zu bauen. Und ich denke, da gibt es auch total tolle Ideen, was man damit spielen kann als Kind. Also das Set finde ich wirklich gut. Da würde ich definitiv sagen, das kann man mal machen. Auch wenn es nicht ganz billig ist, aber meine Güte, das ist Lego Ninjago. Naja, im Verhältnis zu anderen Serien wie Star Wars oder Marvel ja dann doch. Und damit wünsche ich viel Spaß mit dem Set. Und bis zum nächsten Mal.